Kaum geboren hat der Mensch schon wieder Hunger. Immer wieder, das kränkt. Wir brauchen den Nebenmenschen, der unser Bedürfnis befriedigt. Und das ist das Problem. So wird der andere zum Spur eines ersten Mals, das verloren scheint. Unrettbar verloren. Wir wiederholen das erste Mal und sind schon beim zweiten Mal. Und immer wieder und scheitern. Und wir scheitern. Schmerzhaft und lustvoll dieses Wiederfinden, wiederzufinden. Was wir aber finden, sind Ersatzobjekte. Den Ersatz als Ding, den Ersatz in den Dingen. Ein komplizierter Fetischismus. Endloses Maskenspiel. Wir ersehen den Stillstand der Wiederholung. Wir halluzinieren das absolute Gute des Guten und der Güter. Losgelöst von den Dingen und Körpern. Derivate vollständiger Glückseligkeit, zeitlichen, tödlicher Harmonie zwischen endloser Geldgier und haltlosem Werbeversprechen. Immer wieder. Doch der Ersatz lässt sich nicht ersetzen. Also spielen wir Theater. Und im endlosen Spiel unserer Verstellungen und Vorstellungen finden wir eine andere Haltlosigkeit, die uns in Bewegung versetzt, Körper und Sprache ins Spiel bringt. Kleinkinderspiel am Anfang, kompliziert genug, dieses Wegwerfen und Wiederholen. Achten wir auf die Stimme. Oh. Ah, es geht auch andersrum. Ah, ah. Ah, doch, es gibt kein Da mit dem Fort. Abwesenheit ist nicht Anwesenheit, nie. Aber sie macht Platz für die Dinge und gibt ihnen einen Namen. Fort, da, immer wieder. Distanznamen, die Lust machen auf die Lust und die Unlust. Wir üben uns ein in dieses Spiel der Wiederholung. Ein Spiel, das wir nicht beherrschen, sondern auf uns zukommt. Lauter Posen. Uneinholbar, oder? Werbebilder sind nie die Sache selbst, sondern nur eine perfekte Analogie zwischen Idealbild und Vorbild. Ein unendlicher Vorrat an Sinnen. Zahllose Stereotypen. Naturalisierende Mythen, doch gerade darin verbergend die Masken, mit denen wir uns identifizieren. Hautnah. Aber auch Dinge
sind nicht bloße Dinge, sondern Dinge, die uns angehen, auch wenn sie aus nichts bestehen. Der klassische Beweis: Wir sehen Teigwaren, eine Dose, Tomaten, Paprika, ein Pilz, ein Netz, Farben grün, rot, weiß, gelb, irgendwie alles sehr frisch. Aber der zusätzliche Sinn, ein Wesen, das es gar nicht gibt. Italianität. Eine Botschaft, die man ganz natürlich und wie von selbst erhält, wenn man Panzani kauft. Es ist eine andere Natur, welche zur Kamera als welche zum Auge spricht. So Walter Benjamin. Ein schöner, ein schwieriger Satz. Fotografien also sind keine bloßen Abbilder der Natur oder unschuldige Speicher der Evidenz. Fotografien sind Projektionsflächen in jedem Wortsinne. Entdecken und verbergen. Covering the real. Und Porträts sind Posen, die man abbilden, abbauen kann. Im digitalen Zeitalter vor allem werden Porträts, ideale Selbstbilder auflösbar, übermalbar, demontierbar. Wir sehen also haltlose, genauer dubitative Bilder, das heißt zweifelhafte Bilder, aber auch dem Zweifel anheimgegebene Bilder. Und das gilt auch für die Bilder der Natur und der schön gefärbten, allzu glatten Erinnerungen an die Natur, die uns in der Kindheit eingebläut wurden. Als eingeschriebenes Gedächtnis, so Nietzsche, das wehtut. Digitale Montagen erodieren diesen Bildkörper des Fotografischen. Sie erzeugen sogar den Schein des Fotografischen, den sie zugleich überzeichnen. Und so erodiert dann der Wunschtraum der Alpenheimat zum Albtraum. Was aber, wenn Körperbilder sich im Körper einschneiden, zu Schnittstellen von Body und Image werden? Televisuelle Blickregime sind nicht bloß Fantasie. Sie verkörpern vielmehr einen Affekt der Fernanwesenheit, ein überall mit dabei sein wollen. Also beliebige, prostitutive Phantasmen. Schnittwunden auch, die unseren Schautrieb verführen. Etwa so. Wir haben sie eingeladen, die Menschen, die aussehen wie Barbie, die wie Barbie sein wollen. Und hier sind sie, unsere Barbies. Herzlich willkommen. Die Menschen haben die Barbie in mir gesehen und ich finde Barbie klasse. Mein Name ist Cindy Jackson und seit ich ein kleines Mädchen war, wollte ich so aussehen wie meine Barbie-Puppe. Ich gehöre erwiesenermaßen zu den Menschen mit einem überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten. Augenblicke des Unheimlichen aber sind nicht das Gruselige oder Grauenhafte. Das Dilemma der Schnittstelle von Body und Image ist also komplizierter. Spiegel täuschen und enthüllen. Jeder von uns kennt das. Leider. Narzis, die mythische Figur, von der Ovid erzählte, fällt der tödlichen Faszination des Spiegels zum Opfer und in sich zusammen in einem bestimmten Augenblick. Von Echo verführt, mit sich selbst übereinstimmen zu wollen, findet Narzis erst den Tod, indem man das Bild von sich eintaucht. Das also bin ich, iste ego sum. Iste ego sum. Wir spekulieren also auf Vorbilder, die auf uns zukommen. Vermeintlich vorbildliche Vollkommenheit anderer Körper, puppenhafte Gespenster und Phantome, geschuldet unserem Sehen, das wähnt, sein Sehen sehen zu können
und sein Angeblicktwerden annulliert. Pure Mimikry. Doch der Blick selber lässt sich nicht sehen, sondern gibt zu sehen. Manche Kunst meint, solche Schnittstellen operativ erleiden zu müssen. Eine Verwechslung von Körper und Bild, wie mir scheint, auch in der Kunst. Orlan zum Beispiel. Lauter, laute Bilder also. Diese Damen da. Die weibliche Oberweite. Dass du mich immer nachhelfen musst. Mein, auf einer Mülltonne kennengelernt. Also kannst du mit der Monika oder wer sonst was ist, kannst du glücklich werden mit der Monika. Deswegen bin ich heute hier, um dir vor der ganzen Nation zu sagen, wie sehr ich dich liebe. Wie dem entkommen, den Talkshows, Gerichtsshows, Kochshows, Quizshows, diesem Trend vom Wort zum Bild, vom Gespräch zum Event, dieser Dauertätigkeit des Erzeugens von Irritationen, die Massenmedien endlos wiederholen. Hilft das Entblößen der Körper? Ein Tanz auf Distanz zu diesen Bilderwelten und Blödmaschinen? Performierend oder perforierend? Vielleicht so. Drei halb entblößte Körper, getrennt und geteilt durch drei Stockwerke, tastende, wiederholte Auftrittsversuche, die scheitern, aktiv und doch unentschlossen. Zwischenräume zwischen Nähe und Distanz, unterbrechend die Zumutungen des Bodybuildings, aufschiebend jede Form von Gemeinschaft, die doch stets und immer wieder, im politischen vor allem, Freund und Feind aufteilte. Totalitäre Harmonie. Hier aber ein tastendes Erkunden, sich mitteilend durch Teilung. Ein zur Welt kommen, ein Weltwerden der Welt statt ein Wertwerden der Welt. Globalisierung. Zwischen Wunschkörpern und Blickregimen oszillieren. Ich glaube, Mimesis und Mimikry gilt es neu zu definieren. Da gilt es neu zu fragen, wie die Suche nach der Distanznahme aussieht, im postdramatischen Gestus, einer Ästhetik des Risikos. Eine unsinnliche Ähnlichkeit zwischen Vorbildern und Selbstbildern, eine Lust an der Wiederholung, eine minimale Differenz, Tanz, Video, Sound. Und, wie ich glaube, ein kaum bemerkter Zwischenraum in solchen Installationen. Est-ce que vous êtes prêts pour un spectacle ce soir? My woman gets me high, goes right down to my blood. What you doing on your backpack? Hi, what you doing on your backpack? Hi, you should be dancing, yeah. Dancing, yeah.